Nein, die Tim mit da schon die ganze Zeit. Ich bin am Schiefer, du bist so. Die ist so geil, die Waffe. Die liebst, hä? Hm? Warte, fand ich was. Die gefällt mir so gut. Das wird wirklich offensichtlich übertragen auf den nächsten Spielstand sozusagen. Wenn du über die Max-Alüsse auch so das zu stellen kannst. Oh, ich habe einen Griff. Hallo. Das ist halt. Hoffentlich ist das jetzt nicht zu laut. Spring vom. Jetzt krieg ich Panik. Es ist wurscht, ich sag's nur, weil ich habe so viel Munition am Schluss dann übrig. Es ist eine hochentwickelte Jagdmaschine und die hört an 80 Dezibel piepsen nicht. Mhm. Was ist das? Ein Rucksack. Noch mehr Objekte, ja. Yeah. Sexy. Hast du beim nächsten Mal durchspielen und auch noch mehr Platz wieder? Nein, das musst du wieder holen von da. Und solche Sachen wie, glaube ich, eben die Mützen und die. Ja, bei den anderen Teilen, glaube ich, also bei 4er und 5er war es also da, so. Sondern den Gepäckstab für halten können. Oder? Soll ich weiterspielen oder soll ich schauen, ob wir irgendwas noch aufmachen können? Du musst unbedingt nicht kommen, gell? Es muss sein. So. Lagerraum. Da kann man nicht drin sein. Was ist das? Fernseher spielt die Musik. Das spielt keine Musik. Warte mal. Da gibt es so Gestöhne und Geschrei und tote Menschen. Na, heute bist du aber voll drauf auf dem Edipfall, gell? Und wie die Frau? Edipfall. Edipfall? Was? Nix. Nix. Wohl ein Schrank mit nichts. Da waren wir vorher schon, kann das sein? Ich glaube schon. Irgendwo habe ich was vergessen zum Aufmachen. Irgendwo. Ich habe nämlich noch zu viele solche Aufbrennsachen. Das kenne ich, als ein Wolf reibst bei der Hose. Ja, so. Dann halt nicht, ich kann es mal nicht holen, aber ich muss mal holen, ich bin gierig. Probieren wir es einen Stock höher. Jetzt bin ich im dritten Stock. Ja, scheiße, das ist mir jetzt wurscht. Da ist aber nichts. Ich durchsuche noch mal den zweiten Stock her und dann spiele ich weiter. Was suchst du denn eigentlich? Ja, so Sachen zum Aufbrennen. Du hast eh so viel, oder? Ja, aber er hat noch zu viel Säure. Ich habe noch 3 Säure, da muss noch irgendwo was sein auf jeden Fall. Man verbraucht alle, und glaub mir, ich weiß es. Ach so? Ich war 2 Stunden am Schiff. Vielleicht nicht, Patrick. Ja, das kann sein, ja. Aber ich brauchte meinen alten Spielstand 2 Stunden auf dem Schiff. Weil ich alles durchsucht habe und ich habe eine Säureflasche nicht gehabt. Da habe ich mir gedacht, das kann es ja nicht sein. Und hast du es dann aber gefunden? Ja, das war ein anderer Schwierigkeitsgrad. War ja gerade was. Na schau, da haben wir schon was. Leute, das war jetzt eine Fakebox. Sie hat es schon kaputt gemacht. Da hinten, ich hab's gewusst. Schaffen. Schaffen? Schaffen. Schaffen. Nein, es ist nichts da. Dann spiele ich dann eine die Runde glaube ich noch fertig und wenn nicht dann. Ich weiß nicht mal. Kann man eh spielen. Ja, das will ich schon. Es kann sein, dass vielleicht später noch kommt. Passt, dann machen wir es fertig, so wie es gehört. Ja. Magst du lesen? Ja. Luis, es
Kabel ist komplett durchgeschmort. Wir hatten zwar ein Ersatzkabel, aber damit mussten wir schon etwas aus der Krankenstation 3F in Klammer reparieren. Punkt, du musst Dr. Waddle. Waddle, ja. Danach fragen, die brauchen mich unten im Maschinenraum Nummer 2, aber ich kann mich runtergehen, bevor ich das Teil nicht wieder im Gang habe. Was ist das für ein Wort gefehlt? Ich hab's einfach schnell zugemacht. Ist aber gut gegangen jetzt, gell? Ja. Mhm. Der Zustand? Jetzt ist gut gegangen wieder, ja. Jetzt habe ich schon wieder so, mehr verlesen. Aber jetzt bitte schnell. Nein, nicht auf 1. Ich habe nicht auf 1 gedrückt, bitte. Ich bin der Lesebeauftragte. Ich bin wichtig. Ohne mich gibt es keine Story. Ja. Ich bin der Geschichtenerzähler. Hm. Ich werde Kinderbücher schreiben. Erwartet. Jetzt habe ich die Dinge nicht mit. Oh Gott, das waren ja schon Monster, jetzt sind das schon wieder welche. Ich glaube, das ist über dir das Ding, über dir. Nein, nein, das ist über mir vorbeigegangen, ich weiß, aber schau, warte, zeig's dir gleich. Ich mag das nicht, ich mag das nicht, ich mag's nicht. Wollte ich auch mit Messer geschafft. Das war nur normaler. Vor allem, das Schirbe in Resident Evil 7, da gibt's keine normalen Zombies. Da gibt's nur grindige, starke, saugrindige oder die Bosse. Das ist so arg, das Spiel. Da gibt's keine 0815 Durchschnitts-Zombies. Da gibt's da eben diese Liquid. Oder schau das an. Da kommt auch einer, das weiß ich. Fast hätte er mich gehabt. Kill him! Ich war. Ja? Achtung! Und die Musik war gerade so. Weißt du, die Musik ein bisschen gemein, ich weiß. Ja, das war gerade genauso, als wenn ich wieder einer kommen hätte. Ja, die sollte man nachher verbrauchen. Die verbrauche ich sowieso jetzt, hat dann ein paar. Kommt der Boss jetzt? Nein, nein, da kommt doch der Boss. Und überhaupt der Boss vom Chef gewesen? Jetzt kommt einmal was Geschissenes. Und ich... Was? Ja, was heißt das? Ja, das habe ich nicht gesehen. Dann habe ich nicht fertig angehoben. So. Was ist das, was da aufgesammelt ist, das weiße? Maschinengewehr. So. Lass uns so weit gehen. Weil ich, man dachte, da kommt noch ein zweiter, aber dann wollte ich gehen. Scheiße, der lebt noch. Na doch nicht. Eigentlich, es kommt doch was Ungründiges. Ja, war das der knapp. Speibt, ja. Kommst du runter? Heute noch? Nein, der kann nicht so schnell, der ist dick. Oh, jetzt ist er hingefallen und explodiert. Tausend Teile. Spick, hat Blut gemacht. Schienen quer. Stole, so lobe ich mir das. Der hat nichts, der schaut nicht. Barry Burton. Ja, genau, der Barry Burton. Ja, der ist der Coolste, jetzt sagt es nichts Schlechtes über Barry, nein, Barry Burton. Barry Burton. Barry Burton. Ein spritziges Loch, das da. Ah, jetzt ist weg. Das Chips sind die Stimme zu. Ja, weil oh, du bist so weit weg, dass ich das dann nicht mehr lesen kann. Also, brauchst du Brille? Ich habe Kontakt ins Land, trotzdem. Meine Augen sind auch schon angekommen, und auch noch nicht. Oh, mein Fußraum hier. Aha, man dachte, irgendwo gibt es noch solche Dinge. Die habe ich gesucht, nämlich vorher. Oder würdest du? Ich glaube, bin ich erinnern, dass ich eventuell mal gesehen hätte. Ja, aber ich normal immer die ganze Zeit. Ich hätte zu Hause, wo ich eine Brille noch gehabt habe vom Operieren, habe ich immer aufgehabt zu Hause. Ist viel angenehmer als die Linsen. Nein, ich hasse Brille.
Na, zu Hause wird sich viel angenehmer gefunden. Bei mir ist das Problem bei meiner. Schau, da steht. Edris rutscht mal runter. Die tanzen sich nur. Na, wir tun erst spielen. Da haben wir. Wir haben ihn gefunden. Gute Ende kriegen wir auch noch. Jetzt wenigstens könntest du turnen, aber ich hab den Sessel. Ein Mikro-Cover-Bereich. Ja. Das hätte keiner gedacht, gell? Was? Traurig. Der billige Walter White. Ja. Ja, voll, ja. Warum? Er liebt dich nicht. Ich kann ihn dazu bringen. Bring mich weg. Ich glaube, du bist in einem Zombie-Kokon drinnen. Mhm. Die wollten mich herumnabeln. Das wird auch gerne. Nein. Die wollten dich nicht umwandeln. Mhm. Sie wollte es und hat die manipuliert, das zu tun. Ja, schon, ne? Bis gut. Hat sich geopfert. Wir kriegen das gute Ente. Ente? Die gute Ente kriegen wir? Gute Ente. Ich höre es blurren mit Hühnergeschmack. Nein, ich will nichts essen. Nein. Bring das kleine Viech, Drecksviech-Kind um und bitte. Sei aus da. Das ist alles deine Schuld. Das glaube ich auch. Ja. Immer auf die Frauen schieben immer auf die Männer. Ja? Immer auf die großen Dicken. Jetzt ruft ein Gatschfisch tot. Gatschfisch? Mhm, Gatsch und Fisch. Gatschfisch. So, und wir sind gleich beim Bergwerk. Das heißt, wir sind so gut wie bald. So gut wie bald fertig. Ja. Dann nur noch zurück. Das letzte ist dann zurück zum Haus und dann war das. Aber im Haus ist eigentlich nicht mehr so die Action, also schon Action, aber nicht mehr so viel zu tun. Und das muss sicher angenehm sein, dort schwimmen mit den toten Fischen. Jedes Mal, wenn es irgendwo hingreift, tut so ein Fisch ankommen. Schau. Ist mir das wurscht, ich bin Angler. Ja, so tote Fische sind grindig, die sind so glitschig und hässlich.
Ich fände es nur eher grindig, wenn es trotzdem, weil ich dann gern wissen würde, was da für Chemikalien im Wasser ist. Das würde mich eher stören, als wie die toten Fische. Ja, das ist